Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Skoda Kulturcheck. Wir sind heute zu Gast im Hause Goya am Nollendorfplatz und dafür gibt es einen triftigen Grund, denn die Location wird 105 Jahre alt und sie hat groß geladen. Wir sind gleich zu Gast und bevor wir zu den Vorbereitungen hinter die Kulissen schauen, zeigen wir euch, welche Kulturphänomene ihr bei uns heute in der Sendung erwarten könnt. Folgende Themen seht ihr heute. Traditionelles Handwerk. In Mitte wird Leder mit der Hand bearbeitet. Comic-Kunst. Der Avant-Verlag feiert 10. Geburtstag. Dear Reader. Südafrika in Berlin. Melancholia. Lars von Trier lässt die Welt untergehen. Kulturcheck. Mit seinen Büchern möchte der Berliner Avant-Verlag Comic-Fans und Liebhaber moderner Grafik und Literatur gleichermaßen begeistern. Seit über 10 Jahren veröffentlicht der Verlag anspruchsvolle grafische Literatur, wie zum Beispiel Comics aus aller Welt. Damit fördert er die hiesige Szene, die in Frankreich schon viel ausgeprägter ist. Er publiziert auch hiesige Künstler. 2 davon haben wir anlässlich des 10. Geburtstages besucht. Der Uhrenmacher baut sich einen Gefährten. Eine altbekannte Geschichte neu erzählt. Denn während Geppetto seine Pläne für seinen gerade gebauten Robotersoldaten Pinocchio einem General präsentiert, versucht seine vernachlässigte Frau, den kleinen Mann zu verführen. Der hat zwar zwischen den Beinen nichts, dafür aber eine lange Nase, einen Flammenwerfer. Pinocchios Ejakulation tötet Geppettos Frau und ist der Beginn einer Reise, die ihn durch die Welt, das Chaos und die gesamte Kulturgeschichte führt. Das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Buch ist mehr als ein Comic im herkömmlichen Sinn. Es ist eine sogenannte Graphic Novel, ein gezeichneter Roman. Es ist ganz schwer zu beschreiben, dieses Buch. Fällt mir auf. Verlegt wird es in Deutschland vom Avant Verlag aus Berlin. Mein Name ist Jörn Ulrich, ich bin der Herausgeber. Und habe diesen Verlag vor 10 Jahren gegründet. Wir sind hier im Prenzlauer Berg beheimatet und haben uns ausschließlich auf Comics und Neudeutsch Graphic Novels beschränkt. Fast 60 Alben sind bisher erschienen. Der Leser findet ernste Kriegsgeschichten, genauso wie gezeichnete Reportagen oder humoristische Stoffe. Ja, ich denke, das Medium ist enorm lebendig und entwickelt sich ständig weiter. Also es gibt Tendenzen, Journalismus in Comic, es gibt alle Unterhaltungsgenren sowieso. Es gibt aber auch Unterhaltung eben mit einem Kniff, zum Beispiel hier Die Katze des Rabbiners. Ein wunderbares Buch über eine Katze, die den Papagei frisst und dadurch das Geschenk der Sprache erhält. Die Katze, die den Rabbi in philosophische Wortgefechte verstrickt und nach Europa reist, ist ein französischer Bestseller und wurde gerade erfolgreich verfilmt. C'est ridicule. Ja, Jean-François ist Jude. Er ist wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, dadurch, dass er in Frankreich einen enorm großen Absatzzahlen hat, wahrscheinlich der meistgelesenste jüdische Autor in Europa. Die Comic-Kultur in anderen Ländern hat eine längere Tradition als in Deutschland. Werden in Frankreich oft Stückzahlen von 500.000 und mehr verkauft, erscheinen Comics in Deutschland selten in höherer Auflage als 2.000 bis 5.000. Deutschland hat ein etwas schwieriges Verhältnis zu den Comics. Ich denke, es gab jahrzehntelang den Austausch nicht mit internationalen Fortschritten oder internationalen Entwicklungen im Comicbereich. Durch das Dritte Reich zum einen, aber auch in der Nachfolge in den 50er Jahren durch die sehr große Skepsis von Pädagogen gegenüber Comics als Schundliteratur. Insofern haben wir einen Nachhang von 20 Jahren vielleicht zum internationalen Comic-Geschehen. Das hat sich aber jetzt, in jüngster Zeit, in den letzten 2-3 Jahren fast aufgehoben. Also Comics made in Germany werden nach Frankreich verkauft, finden dort ein Publikum, findet zum Teil sogar ein begeistertes Publikum. Ein Beispiel wäre nochmal hier Uli Lust, dessen Buch auch in Frankreich inzwischen erschienen ist und dort auch mehrere Preise bekommen hat. Auf über 450 Seiten erzählt Uli Lust die teilweise autobiografische Geschichte zweier Freundinnen, die eine Reise nach Italien unternehmen. Ein Erlebnisbericht, der wahrlich den Begriff grafischer Roman verdient. Ja.
Noch ist die Kultur des gebundenen Buches nicht in der Krise aufgrund der neuen iPad- und Kindle-Computer? Also ich sehe es eigentlich fast andersrum. Ich versuche, oder ich könnte mir vorstellen, da ein großer Teil der Gesellschaft am Computer arbeitet heutzutage, erwarte ich eigentlich fast eine Gegenbewegung eben hin zum schönen Buch. Das hier ist Munkenpapier, 150 Gramm. Das ist der Mercedes unter den Papieren, ein Naturpapier. Und wir haben hier ein besonders italienisches Material für den Umschlag gewählt. Das hat eine gewisse Haptik, man spürt das, wenn man mit den Fingern drüber streift. Ob Schöpfungsgeschichte oder Vorstadtalbtraum. Neues aus der Nanowelt oder Reisereportage. Die Welt des Comics wird größer, interessanter. Wie schon gesagt, auch das Goya feiert heute Geburtstag, 1906. Als neues Schauspielhaus am Nollendorfplatz gegründet, ist es mittlerweile eine der traditionsreichsten Veranstaltungslocations der Hauptstadt. Und auf der Bühne standen ganz große Namen, zum Beispiel Tina Turner, Depeche Mode, Einstürze Neubauten und Bela B. Bevor wir hier anstoßen, zeigen wir euch natürlich unsere Szenechecks. Reader. Die Band um Cherilyn McNeil macht seit Jahren verträumten Indie-Pop. Dass sie aus dem rauen Südafrika kommt, hört man ihrer Musik nicht an. I lived in Johannesburg. I come from Johannesburg. Obviously I was exposed to African music all the time, but it always felt like something other, you know, something that didn't belong quite to me, but belonged to them, you know, in their language, in, you know, their situation, their set of circumstances, my middle-class suburban white South African experience has very little to do with a black South African experience if you live out in the slum. Trotz ihres behüteten Lebens klingt ihr Debütalbum Replace Why with Funny vor allem melancholisch. Entstanden ist es noch in ihrem Heimatland zusammen mit Mentor und Produzent Daryl Tor. In Südafrika werden sie schnell bekannt und das Aushängeschild des Indie-Pop. I felt like I reached a ceiling very quickly in South Africa in terms of how much I could do. And there are a lot more people here who were interested in the kind of music I make. Um besser mit ihrem Berliner Label City Slang arbeiten zu können, zieht sie 2010 in die Hauptstadt. Sie trennt sich musikalisch von Tor und produziert ihr zweites Album sehr viel eigenständiger. This time around I did a lot of engineering and I was there throughout all the mixing and much more hands-on and doing live stuff. I've had to learn how to work technical synthesizers and things that I, you know, just didn't have to worry about before. I think it takes a lot more time to get into Idealistic Animals, and one really needs to sort of put on your headphones and listen it through a few times. I'm kind of the mindset that you just go with whatever happens, what comes to you. I'm here because I was presented with an opportunity. I'm excited to take those opportunities when they come, and I don't know what will happen in the next few years. So, we'll see. So zeigt sich Berlin selten. In den Herbstnächten leuchten sonst graue Fassaden in allen Farben. Seit 7 Jahren schon setzt das Festival of Lights Akzente und gibt Berlin eine Strahlkraft, die Besucher aus aller Welt anzieht. Die Idee ist, die Stadt Berlin in Szene zu setzen und Bilder zu kreieren, die man sonst nie sieht. Die Wahrzeichen, die wunderschönen Plätze und die Sehenswürdigkeiten und Straßenzüge in anderem Licht erscheinen zu lassen. Auch für Berliner, die es jeden Tag erleben, einmal anders zu präsentieren. Über 70 Lichtinstallationen lassen Wahrzeichen in ungewohntem Glanz erstrahlen und eröffnen so neue Perspektiven. Internationale und nationale Künstler setzen Highlights und rücken altbekannte, aber auch eher unauffällige Monumente in ein anderes Licht. In diesem Jahr haben wir das Motto Leuchtende Botschaften und freuen uns, dass viele Künstler auch dieses Motto aufgreifen.
Installationen, leuchtende Fassaden, wie zum Beispiel die amerikanische Botschaft, die Time Guardians von Herrn Kielhofer bis hin zu Ben Wagin, der in diesem Jahr sein Parlament der Bäume, sein berühmtes, auch mit Licht in Szene setzt und dort seine Botschaften vermitteln wird. Es ist hier wirklich ein Ort des Sterbens, was sich hier 45 wie auch 61 und danach sich hier zugetragen hat oder was hier passiert ist. Das ist noch der Originalstand, wo ich hier bin. Das ist der Kolonnenweg, an dem sich die NVA-Truppen bewegt haben. Genau an diesem Ort, an dem das große Sterben 45 war, mit über 2.500 Tote hier. Und es hat auch hier die ersten Toten gegeben, 61 nach dem Mauerbau, macht es, glaube ich, einen Sinn, dass diese Botschaft des Parlament der Bäume durch die Stimmen der einzelnen Bäume den Außenstehenden verständlich gemacht wird. Jeder Baum erzählt durch eine Klanginstallation mit Originalstimmen vieler beteiligter Künstler seine Geschichte und damit einen Teil Berliner Historie. Ergänzend dazu bringt Wagin Licht ins Dunkel und illuminiert den Ort. Wenn wir das jetzt so in dem Dunkeln wahrnehmen, wie es ja auch jetzt hier ist, denke ich, könnte das eigentlich den einen oder anderen doch vielleicht eine Erinnerung schaffen, was sich hier 45 wie auch 61 und danach sich hier zugetragen hat. Berliner Orte des Geschehens ins Spotlight gerückt. Das Festival of Lights macht seit 7 Jahren den Herbst noch bunter und schafft Raum für Erinnerung. Berlin entwickelt sich immer mehr zur Designstadt. Viele Designer leben hier und verkaufen ihre Kreationen. Dabei ist das Handwerk nicht immer im Vordergrund. Anders bei der Ledermanufaktur von Jörn Rischke. Den haben wir für euch besucht, mehr dazu aber nach der Werbung. Traditionelles Handwerk. In Mitte wird Leder mit der Hand bearbeitet. Melancholia. Lars von Trier lässt die Welt untergehen. Jörn Rischke hat noch vor dem Mauerfall die Liebe zur Verarbeitung von Leder entdeckt. In Eigenregie bringt er sich das spezielle Handwerk selber bei und zieht 1995 von Magdeburg nach Berlin. Seit über 10 Jahren hat er in Mitte seinen Laden. Hier ist der Herr über sein Handwerk, übernimmt Auftragsarbeiten und kreiert eigene Stücke. Wir haben einfach mal geschaut, wie er das eigentlich macht. Als ich angefangen habe, mit Leder zu arbeiten, hing damit zusammen, ich hatte alte Taschen, die mir auseinanderfielen, von meinem Vater bekommen. Die waren einfach so labil und brüchig und ich wollte sie aber trotzdem nicht wegschmeißen. Ich habe am Ende habe ich ein paar Collagen draus gemacht und wenn ich mich richtig erinnere, war es ein Freund, der gesagt hat, ja, das sieht gut aus, mach doch was oder arbeite doch mit solchen Materialien vielleicht weiter. So ist das entstanden. Und 2 Jahre später hatte ich das Glück, eine kleine Fabrik übernehmen zu können. 5 Jahre war ich in dieser Ledermanufaktur in Magdeburg und bin 1995 dann nach Berlin gekommen. Tierhaut besteht aus 96% Eiweiß und diese Tierhaut muss natürlich gegerbt werden, muss haltbar gemacht werden. Dann muss eben die Rohhaut erstmal gereinigt werden, entfleischt werden, gekelkt werden. Gerben kann ich mit verschiedenen Mitteln, also das heißt pflanzlich gegerbt, Chromsalz gegerbt, mineralisch. Ich bekomme das pflanzlich gegerbt, ein Beispiel ist Eichenrinde.
Und diese Eichenrinde wird zugesetzt mit Wasser und mit verschiedenen anderen Stoffen. Und da wird das Leder in diese Gruben gelegt, mit diesen Mitteln zusammen. Und dann braucht es nur noch Zeit. Je länger das Leder in der Grube liegt, desto stabiler und fester und dichter wird das Leder. Und ich bekomme das im Grunde fertig gegerbt. Das Besondere ist, was ich mache, ich beize selber. Beizen ist eine Umwandlung in den Fasern, ein chemischer Prozess, eine Reaktion. Und dadurch kann ich Braun- und Grautöne erzielen bis fast schwarz. Für mich ein glücklicher Umstand war, dass die Mauer gefallen ist, sodass solche restriktiven Maßnahmen wegfielen, also ich Räume anmieten konnte. Auf der anderen Seite hatte ich auch gewiss so eine Zähigkeit, vielleicht auch ein bisschen Glück, die richtigen Räume zu haben, den richtigen Riecher. Gutes Leder, es riecht es gut. Also, es fasziniert mich, es ist auf der einen Seite fest und stabil, auf der anderen Seite sehr geschmeidig. Für mich habe ich das herausgefunden, dass es für mich einfach ein funktionierendes und ein sehr schönes Material ist, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann damit umgehen. Jetzt merke, es funktioniert nicht mehr, dann muss ich mir was einfallen lassen. Muss ich natürlich sagen, ja, entweder ich verkleinere die Räume, gehe woanders hin, mache etwas anders. Nee, da bin ich wirklich sehr glücklich, dass es so möglich war auch. Ich bereue gar nichts in der Richtung. Nein. In seinem neuen Film Melancholia inszeniert der provokante Regisseur Lars von Trier das Ende der Welt als visuelle Pracht. Besonders mit den Werken von Richard Wagner bekommt dieses Szenario eine betörende, romantische Wirkung. Trier selbst sagt, er habe damit seine eigenen Ängste verarbeitet. Und wir haben für euch schon einmal in diesen Film reingeschaut. Ich sag's erst gar nicht, wie spät ihr dran seid. Bitte entschuldigt, tut uns leid. Ja, wirklich. Melancholia ist die Geschichte zweier ungleicher Schwestern, welche durch eine gescheiterte Hochzeitsfeier und eine drohende Katastrophe kosmischen Ausmaßes aus ihrem bisherigen Leben gerissen werden. Was ist das für ein Stern? Noch nie habe ich dich so glücklich gesehen. Claire, die ich immer für ein vernünftiges Mädchen gehalten habe, du hast ein fantastisches Fest auf die Beine gestellt. Bis dass der Tod uns scheidet, auf immer und ewig, Justine und Michael. Lasst euch von mir eins sagen. Genießt es, solange es dauert. Ich persönlich hasse Hochzeiten. Justine, gespielt von Kirsten Dunst, leidet an Depressionen und sieht sich auch sonst in ständigem Konflikt mit ihrer Umwelt. Claire hingegen, gespielt von Charlotte Gainsbourg, steht als Mutter und Ehefrau mit beiden Beinen im Leben. Als die Schwestern erfahren, dass ein bisher unbekannter Planet seine Bahn verlassen hat und nun auf die Erde zusteuert, ändert sich alles. Ich fürchte mich vor diesem dummen Planeten. Dieser dumme Planet? Diesen wundervollen Planeten, meinst du? Liebling, das wird das erstaunlichste Ereignis, das wir in unserem Leben erfahren werden.
Claire is representing the sane, normal human being who has, compared to Justine, something to lose. It's kind of a weird balance by the end of the film, and kind of sometimes when people are depressed, big catastrophes or something bad happening almost wake them out a little bit of their depression. Da ist er. Euer Vorbeiflug. Wo willst du hin? Ins Dorf runter. Komm jetzt. Aber das hat doch nichts mit dem Dorf zu tun. Steige ein! Lars von Trier inszeniert eine bildgewaltige Apokalypse, durchzogen von Mystik. Dabei schaut er den weiblichen Hauptfiguren dabei zu, wie sie dem nahenden Tod begegnen. Ich wünsche euch natürlich keine Weltuntergangsstimmung, sondern schöne, kulturreiche Herbsttage. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, denn hier geht es gleich los. Bis dahin, alles Gute.